Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Blauen Wochenschau. Heute mit den Themen Anzeige gegen die ehemalige Bundesregierung im Fall Schaban und Mobbing an sächsischen Schulen. Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag bereitet einen Gesetzentwurf vor, der es erschweren soll, dass Politiker öffentliche Ämter an Freunde und Bekannte vergeben. Im Juristendeutsch heißt das Ämterpatronage, umgangssprachlich Vetternwirtschaft in der Politik. Bei unseren Recherchen zu diesem Gesetzentwurf stießen wir auf den Fall Schaban. Frau Schaban hat sich mit einem Plagiat einen Doktortitel erschlichen. Dieser Doktortitel wurde ihr entzogen, nachdem die Universität auf diesen Betrug aufmerksam wurde. Sie hat ein Studium belegt, in dem der Doktortitel gleichzeitig der Hochschulabschluss ist. Sie hat also mit dem Verlust des erschlichenen Doktortitels gleichzeitig ihren Hochschulabschluss verloren. Die letzte Bundesregierung unter Frau Merkel hat Frau Schaban 2014 als Botschafterin am Heiligen Stuhl in Rom ernannt. Diese Stelle im öffentlichen Dienst, hochdotiert, setzt voraus, dass der Bewerber einen Hochschulabschluss hat. Der Bundesregierung ist es bewusst gewesen, dass Frau Schaban zum damaligen Zeitpunkt ohne Hochschulabschluss war. Auch die Bundestagsverwaltung hat darauf hingewiesen. Trotzdem, wissend, was sie tut, hat die Bundesregierung Frau Schaban zur Botschafterin ernannt und damit viele hunderttausend Euro von Steuergeldern missbraucht. Aus diesem Grund hat die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag diese Bundesregierung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und nun muss die Staatsanwaltschaft prüfen, welcher einzelne Minister damals im Kabinett mit Ja gestimmt hat. Und sie müsste dann die Staatsanwaltschaft natürlich die Ermittlungen aufnehmen und unsere Anzeige bei einem Gericht zum Abschluss führen. Es bleibt abzuwarten, ob die Staatsanwaltschaft sich trauen wird, die ehemalige Bundesregierung tatsächlich zu verklagen oder ob in unserem Land, in dem Ämterpatronage in der Politik, in den öffentlichen Ämtern gang und gäbe ist, vielleicht doch diese Bundesregierung wieder mit einem blauen Auge davonkommt. Die AfD wird das Thema Ämterpatronage, Vetternwirtschaft bei der Vergabe öffentlicher Stellen weiter verfolgen. Wir werden diesen Gesetzentwurf nicht nur im Sächsischen Landtag spielen, wir werden ihn in allen deutschen Landtagen spielen, auch im Bundestag. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere öffentliche Verwaltung eben mit den besten Bewerbern besetzt wird und nicht mit den Freunden und Bekannten von Ministern oder Staatssekretären. Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag hat in dem aktuellen Plenum einen Antrag eingebracht, Mobbing ernst nehmen. Wir sehen mit großer Sorge, dass Gewalt und Mobbing an unseren Schulen auch in Sachsen zunimmt. Meine Kollegin Karin Wilke und ich haben dazu in den letzten Wochen viele kleine Anfragen gestellt und da hat sich herausgestellt, dass Gewalt in sächsischen Schulen zugenommen hat. Zudem werden über 40% der Schüler Opfer von Mobbing. Früher war es mal Hänseleien, heute leiden die Kinder unter den schweren seelischen Folgen von Mobbingangriffen. Internet, WhatsApp etc. machen es möglich, schnell Videos zu verbreiten und Schüler zu mobben. Wir wollten mit unserem Antrag Mobbing endlich definieren und dagegen vorgehen. Die Staatsregierung hat sich herauslaviert und hat die Probleme an Sachsens Schulen heruntergespielt und gesagt, sie wäre mit verschiedenen Programmen schon dabei. Kultusminister Piwarz nennt Schulen, wo Migrantengewalt herrscht in Sachsen, jetzt neuerdings Schulen mit besonderer Herausforderung. Früher hieß das mal Brennpunktschulen. Wir als AfD wollen ihm das nicht durchgehen lassen. Wir werden uns stark machen für Lehrer und Schülern und auch zukünftig gegen Gewalt und Mobbing in Schulen vorgehen. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu. Bis nächste Woche. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren sowie die Benachrichtigungen zu aktivieren. So verpasst ihr kein Video mehr. Weitere Infos findet ihr in der Beschreibung und ihr könnt gern in den Kommentaren diskutieren. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.